Herzlich willkommen zurück oder ganz frisch im Forum Berufliche Bildung. Mein Name ist Kate Malaike. Ich mache normalerweise Radio im Deutschlandfunk und heute habe ich die große Freude, durch die nächste Gesprächsrunde hier führen zu dürfen, die sich um die Inklusion in der betrieblichen und beruflichen Bildung kümmern möchte und muss. Denn da gibt es noch einiges zu tun, aber es gibt auch sehr gute Erfahrungen, erste Projekte, erste Begegnungen, über die wir natürlich hier heute auch sprechen wollen. Unser Grundgesetz sagt ja ganz eindeutig, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention in Deutschland bedeutet auch, dass alle Bildungsbereiche, alle Sparten davon betroffen sein sollten. Und die Umsetzung allerdings ist immer wieder als noch mangelhaft bezeichnet worden. Ich nehme jetzt mal eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem letzten Jahr, die festgestellt hat, dass nur 7% der jungen Menschen mit Handicap einen Ausbildungsplatz finden. Da ist noch ordentlich Luft nach oben, wie es funktionieren kann, wie man diese Luft füllen kann, was möglich ist, was nicht, wollen wir jetzt hier diskutieren. Wir wollen das gerne auch mit Ihnen zusammen diskutieren. Das ist keine geschlossene Runde. Das heißt, wenn Sie sich einbringen wollen, von Ihren Erfahrungen vielleicht berichten wollen, dann geben Sie einfach kurz ein Zeichen. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu Ihnen. Dann darf ich jetzt das Podium vorstellen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Silvia Löhrmann, die Ministerin für Schule und Weiterbildung dieses Bundeslandes, des Landes Nordrhein-Westfalen. Claudia Tietz ist bei mir, die Referentin in der Abteilung Sozialpolitik beim Sozialverband Deutschland. Sie macht sozusagen Politik für Menschen mit Behinderung. So haben Sie es mir am Telefon erzählt. Hallo Frau Tietz, schön, dass Sie da sind. Und Barbara Dorn ist gekommen. Sie ist Abteilungsleiterin Bildung, berufliche Bildung bei der BDA, bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Grüße Sie, Frau Dorn. Frau Löhrmann, 7%, das ist noch ein bisschen wenig. Wie kann es eigentlich sein, dass das Grundgesetz und die Umsetzung der UN-Konvention so mangelhaft umgesetzt wird in der betrieblichen Bildung? Ja, die Vorgeschichte kann ich jetzt nicht erklären. Das zeigt nur, dass wir, und das wissen möglicherweise die Sozialpartner auch besser als die Schulministerin, sondern ich kann es nur so erklären, dass wir in Deutschland eine sehr, sehr lange historisch verankerte Tradition haben im schulischen, aber auch im gesellschaftlichen Leben, dass Menschen, die eine wie auch immer geartete Behinderung oder Beeinträchtigung haben, dass die eben nicht in ein Normalschema passen und deswegen tendenziell eher nicht dazugehören. Also die Frage des Aussortierens, des Trennens nach Kategorien, die hat einfach in Deutschland eine sehr, sehr lange Tradition. Und wir wissen, wie schwierig das im Weg des allgemeinen Schulsystems ist, die Inklusion umzusetzen, Schritt für Schritt, mit allen Mühen, allen Mitteln und allen Haltungen, so will ich das mal zusammenfassen. Und dass andere Länder, die nicht mit dieser Geschichte und Historie im Gepäck auch sagen, das ist ein Prozess und das ist etwas, was auch nie, wo man nie am Ziel ist, sondern immer auf dem Weg bleibt, selbst Regionen wie Südtirol. Und ich will noch einen anderen Aspekt nennen. Die standardisierte Betrachtung von Menschen und von Bildungsprozessen führt in Deutschland und hat in Deutschland die zweite Haltung, das ist die Defizitorientierung. Die spiegelt sich auch in der Schule extrem und die ist aber auch nicht jetzt einfach schulisch verursacht, sondern die ist natürlich auch gesellschaftlich verursacht. Und wir schauen immer eher, was Menschen nicht können, als dass wir schauen, was können sie denn vielleicht. Und insofern haben wir da einen Paradigmenwechsel vor uns und sind da mittendrin. Aber das finde ich, da sind wir schon Schritte weitergekommen. Das ist nämlich die Potenzialorientierung. Und das gilt für Menschen, die ein bestimmtes, ich sage immer Handicap, ich finde das nicht ein diskriminierender Begriff, oder die eine besondere Beeinträchtigung haben. Die haben manchmal auch was, was sie besonders gut können. Und darauf wird nicht geschaut, weder vielleicht in Schulen, in der Gesellschaft, aber möglicherweise eben auch nicht in Betrieben, dass man nicht guckt, Mensch, wir wissen, das kann der oder die nicht gut, aber dafür hat der für was anderes einen echten Sensor
Und mit diesem Sensor können wir vielleicht was ganz Besonderes gut gebrauchen, hier bei uns im Betrieb oder bei uns in der Schule. Und an diesen Haltungen müssen wir, glaube ich, intensivst arbeiten und müssen die Veränderung des Blicks müssen wir schaffen, im Kopf und in den Herzen aber auch. Also die Barriere aus dem Kopf nehmen. Frau Tietz, wie erklären Sie sich die Situation gerade, dass noch so viel Luft nach oben ist? Das Stichwort fiel ja schon. Kinder durchlaufen zunächst die Schule und starten sozusagen aus der Schule dann in ihre berufliche Zukunft. Wir haben eine Debatte um inklusive Bildung, die sehr schulverankert ist. Da denke ich, haben die letzten 6 Jahre schon auch eine deutliche Dynamik gezeigt. Aber wir stellen ja nach wie vor fest, dass fast 3/4 der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf weiterhin in der Sonderschule sind. Und wir lesen auch immer wieder, dass 3/4 von diesen Kindern die Schule ohne anerkannten Schulabschluss verlassen. Das bedeutet sozusagen, ihr Start in die berufliche Zukunft ist beginnt schon mit einer Bremse. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn wir anfangen, im schulischen Bereich uns der Frage der Inklusion stärker zuzuwenden und die wohlgemerkt nicht nur auf die Regelschulen zu beschränken, sondern auch zu gucken, was passiert eigentlich mit den Kindern an den Sonderschulen, dass wir dann auch uns sukzessive sozusagen der Frage beruflicher Bildung zuwenden können und müssen. Und dass es dann auch vorangeht. Aber ich will noch mal an dieser Stelle betonen, die Nadelöhre, auch jetzt in der schulischen Stufung, werden immer enger. Also in der Grundschule haben wir einen relativ großen Anteil in der Inklusion. Die wird schon wesentlich schmaler, wenn man in die weiterführenden Schulen guckt. Und so verjüngt sich sozusagen die Chance, inklusiv sozusagen bis in die Ausbildung hinein zu lernen. Die verjüngt sich immer mehr, die wird immer schmaler. Und das führt dann zu den 7%, die Sie beschrieben haben. Frau Dorn, die Arbeitgeber schreien nach Fachkräften, haben aber offenbar auch noch Luft nach oben bei der Ausbildung von jungen Menschen mit, sage ich mal, Förderbedarf, ohne jetzt Handicap, Behinderung oder sonstige Begriffe zu verwenden. Was passiert da nicht aus Ihrer Sicht? Ja, das ist ein Prozess und wir sind mittendrin. Kommt es ein bisschen näher an, sie ist erkältet, ja. Deswegen. Ich hoffe, Sie können sie hinten gut verstehen. Das ist ein Prozess und wir sind mittendrin. Wir machen uns als Arbeitgeber sehr dafür stark, dass auf eine verantwortliche, auch finanziell unterfütterte und alle Akteure mitnehmende Art und Weise mehr und mehr Kinder, die das Potenzial dazu haben und für die das die bessere Lösung ist, tatsächlich von den Förderschulen in Regelschulen wechseln und doch dann auch entsprechend beschult werden. Unter anderem, weil nach unserer Erfahrung in der Tat, und da kann ich an das anknüpfen, was Sie gesagt haben, Kinder, die in der Förderschule sind und dort die Schule beenden, sei es mit, sei es ohne Abschluss, eine sehr starke Tendenz haben von den Eltern, von den sie betreuenden Personen, dass sie dann anschließend auch in Berufsbildungswerken eine Berufsbildung erfahren und dann in geschützten Werkstätten auch einer Berufstätigkeit nachgehen. Und nach unserer Überzeugung ist das sicher für einen Teil der Kinder und Jugendlichen, die heute diesen Weg gehen, der richtige Weg, der einfach ihren Herausforderungen und ihren auch speziellen Problemen am besten gerecht wird und indem sie ihre Potenziale entfalten können. Aber wir sind überzeugt, dass eine Menge der Kinder, die über die Förderschule in die Berufsbildungswerke zur Ausbildung gehen, stärker ermutigt werden sollten von allen Beteiligten. Das sind wir, das sind aber auch die, die sich speziell um diese Zielgruppe kümmern und die teilweise auch nicht so wechsel- und veränderungsorientiert sind, um da mehr Möglichkeiten zu eröffnen. Was die 7% betrifft, da würde ich gerne die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass das ja nicht bedeutet, dass 93% der Jugendlichen mit Handicap keine Ausbildung haben, sondern das war jetzt die Zahl derer, die erkennbar in einem betrieblichen Zusammenhang einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben. Was man dabei aber auch wieder berücksichtigen muss, kein Jugendlicher und auch kein Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Tatsache, dass er einen Behindertenstatus hat, zu kommunizieren. Und wir sind überzeugt, dass wir sehr, sehr viel mehr junge Menschen mit entsprechenden Handicaps in der Ausbildung haben, als selber dazu bereit und interessiert sind, sich da sozusagen auch zu outen. Also es ist teilweise auch ein statistisches Grauland.
Frau Löhrmann, die Systeme müssen jetzt sozusagen mehr miteinander inklusiv auch denken. Sonderwege sind jahrelang, Sie haben vorhin die Tradition angesprochen, beschritten worden. Da muss sich eine Menge bewegen. Was macht das Land Nordrhein-Westfalen, um die Systeme aufeinander zuzubringen? Ja, wir haben, ich bin ja 2010 ins Amt gekommen, dann haben wir einen Auftrag bekommen, ein inklusives Schulsystem anzulegen, bewusst, schrittweise. Und wir sind jetzt genau an der Stelle, dass bei uns, nachdem wir das allgemeine Schulsystem sozusagen gesetzlich geregelt haben, bewusst mit einem ersten Gesetz, weil wir uns gar nicht anmaßen, schon alles perfekt zu machen, und sind jetzt genau an der Stelle, dass wir den Bereich der Berufskollegs, der beruflichen Schulen auch mit dazu nehmen. Der Gesetzesanspruch ist schon formuliert und wir investieren eine Menge, aber es zeigt sich eben, dass alle sagen, ja, wir wollen das mit der Inklusion, dass aber die Einschätzungen, je nachdem, aus welchen Bereichen die Menschen kommen, und ich sage das gar nicht vorwurfsvoll, dann doch auf einmal sehr unterschiedliche Haltungen durchschlagen. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, gut, das schrittig zu machen. Und das kann man auch an den Zahlen, die Sie noch mal genannt haben, da zeigt sich das auch ein bisschen. Das wächst ja von unten hoch. Es wäre ja nicht richtig, und wir haben einen Rechtsanspruch geschafft, das Prä der Allgemeinschule, aber es kann auch die Förderschule gewählt werden. Wir haben das ja so angelegt, dass es immer Klasse 1 und 5 fangen an, die Klassen zu bilden. Das wäre ja nicht sinnvoll, jetzt eine Klasse ab 8. Klasse noch mitten, würden wir ja alle Schulen durcheinander wirbeln. Und das erklärt, warum wir in der Grundschule in NRW inzwischen bei 44% sind. Also fast jedes zweite Kind geht in eine allgemeine Schule. Und im Bereich der Sekundarstufe 1 sind es 33%. Und je mehr aber die Menschen die Erfahrungen selbst machen, auch die Eltern besonders, umso mehr setzt Normalität im positiven Sinne ein und so mehr wird es gewünscht, dass es eben auch in den weiterführenden Schulen die Kinder zusammenlernen und dass aber auch Eltern an Gymnasien zum Beispiel keine Angst mehr haben, dass das eigene Kind leidet, wenn ein Kind mit Förderbedarf da ist. Also das heißt, das ist klar, dass wir da einen schrittigen Prozess haben. Und wir haben uns aufgrund wissenschaftlicher Beratungen für einen bestimmten Weg entschieden, der auch gedeckt ist durch den Landtagsbeschluss. Und wir machen jetzt folgende Feststellung im Bereich der beruflichen Bildung und der Ausbildung. Die Grundschulen und die Berufskollegs sind ja die beiden Schulformen und Etappen, die wesentlich weniger ausdifferenziert sind als der Bereich der Sekundarstufe 1. Und deswegen schon jetzt die Grundschulen einen viel selbstverständlicheren Umgang mit Heterogenität haben. Und die Berufskollegs aber auch. Wir haben Berufskollegs, die haben, die beschulen Schülerinnen und Schüler, die keinen Abschluss haben. Und wir haben Berufskollegs, die führen zur allgemeinen Hochschulreife. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die an den Berufskollegs arbeiten, haben schon immer im Grunde dieses breite Spektrum an pädagogischer Kompetenz. Und da wir über das BEBIG auch jetzt schon ausbildungsbegleitende Hilfen, andere Unterstützungsformen haben, ist die Herausforderung, glaube ich, für den berufsbildenden Bereich nicht emotional, nicht so eine große Hürde wie zum Beispiel für ein Gymnasium, was sagt, ich habe auf einmal zieldifferent zu fördernde Kinder. Ja, weil nicht sozusagen nur ein Bildungsziel als Bildungsziel einer Schulform gilt. Und das muss man erstmal identifizieren und muss dann gucken, wie können wir das, was bisher an Unterstützung schon läuft, in dem Fall ja nicht nur zwischen Schule und Kommune, sondern in dem Fall zwischen Schulen, Schulträgern, privaten Schulträgern und BA und Unternehmen. Wie können wir das gut bündeln und dann vielleicht noch eine Schippe drauflegen, um den Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden? Und das ist sehr, sehr, sehr kompliziert, weil wir zum Beispiel ein Drittel, die Förderberufskollegs, die wir haben, die sind fast in privater Hand in Nordrhein-Westfalen. Und da
jetzt einen Weg hinzukriegen, der den Träger nicht signalisiert, was ihr bisher gemacht habt, das war alles nicht richtig, das beschämt immer die Menschen, das ist nie gut, sondern da zu gucken, wie öffnen wir die Strukturen und führen das zusammen, damit wir mehr junge Menschen durch inklusive Settings zu besseren Abschlüssen führen und in der Berufsausbildung gut begleiten. Und da nutzen, da versuchen wir zusammenzuführen, auch die BA-Unterstützung, nehmen auch die BA bei den Förderberufskollegs mit in die Verantwortung. Das ist gut abgesprochen, haben wir was Gutes ausgehandelt, sodass dann nicht nur, ich sag mal, nicht nur die öffentliche Hand gefordert ist, hier diesen Weg zu beschreiten. Ist sehr kompliziert, ich habe es jetzt versucht anzudeuten, aber die Zielsetzung ist, glaube ich, klar, der Rechtsanspruch soll auch gewährleistet werden, natürlich im berufsbildenden Bereich. Deswegen haben wir jetzt auch ganz interessiert zugehört. Was ich auf jeden Fall noch nachfragen wollte, wann wird das denn gemacht? Also wann werden die Berufskollegs sozusagen inklusiv in NRW? Jetzt? Eigentlich sind die schon inklusiv, ohne dass es das Gesetz gab. Aber offiziell greift das neue Gesetz, dass auch eine allgemeine Schule gewählt werden darf und kann zum kommenden Schuljahr. Okay, das ist... Also das Gesetz ist schon beschlossen, aber man muss dann immer noch Ausführungsbestimmungen machen. Die sind im Moment im Anhörungsprozess und wir sind dabei, es gibt zusätzliche Stellen und es gibt zusätzliche Fortbildung. Natürlich, das ist ganz wichtig. Und es gibt sozusagen die Abstimmung, der Abstimmungsprozess mit den verschiedenen Akteuren. Und das waren in dem Fall nicht nur die üblichen schulischen Akteure und die Kommunen, sondern das waren in diesem Fall noch ganz viele mehr, die wir ins Boot holen mussten. Frau Tietz, Frau Löhrmann hat es ja gerade beschrieben, wie, ich sag mal, sensibel die Lage auch war, wenn jetzt quasi die früheren Sonderwege gemeinschaftlich eine Strategie entwickeln müssen. Was heißt denn das eigentlich jetzt zum Beispiel für die ganzen Werkstätten und so? Wie sehen Sie da die Zukunft und wie sähe für Sie eine gute Zusammenarbeit aus, die zur Inklusion in der beruflichen Bildung auch führt? Wir reden da über Personengruppen, die sehr unterschiedlich sind. Also wir reden tatsächlich über sehr heterogene Menschen. Menschen sind so verschieden, wie Vielfalt verschieden ist. Und ich glaube nicht, dass es sozusagen die eine Lösung für alle geben kann und muss, sondern dass man sich angucken muss, was ist im individuellen Einzelfall ein guter, ein gangbarer und ein erfolgreich begehbarer Weg. Frau Dorn hat es angesprochen, das kann auch eine Werkstatt sein. Die ist nicht von vornherein als Weg sozusagen verschlossen. Wenn es für den Einzelnen, die Einzelne ein guter Weg ist, um beruflich teilzuhaben, dann schließen wir das nicht aus. Aber, jetzt kommt das große Aber, man muss natürlich auch gucken, was ist an anderen Wegen gehbar. Wo kann man auch abbiegen, wo kann man vielleicht mit einer Zwischenschleife doch wieder einen Anschluss auch in einem anderen Bereich finden. Ich komme darauf gleich zurück. Und diese Verzweigungen, da sind wir sozusagen noch unterentwickelt. Da sind die Wege sehr ausgetreten, ne? Da gibt es gute Kooperationen. Da denke ich, da müssen wir strukturell umdenken. Jetzt nochmal zurück zu den Werkstätten. Auch in Werkstätten gibt es ja Berufsbildungsbereiche, also auch da haben die Menschen den Anspruch, berufliche Bildung zu durchlaufen, allerdings nur für 2 Jahre. Und was uns ja immer wieder sehr irritiert ist, es gibt keine Bildungsrahmenpläne, die einheitlich wären in Deutschland, um sowas wie eine Vergleichbarkeit dieser, nur ich will es mal nennen, Module sozusagen, also der Kompetenzen, die die Leute dort erwerben, vergleichbar herzustellen, um dann auch eine Übertragbarkeit zu ermöglichen. Also sowas wie Anschlussfähigkeit. Was bedeutet denn das, einen bestimmten Inhalt dort durchlaufen zu haben? Was heißt das? Kann der Arbeitsmarkt damit was anfangen? Kann man darauf aufsetzen? Kann man da vielleicht irgendwann sogar eine Vollausbildung draufsetzen? Diese Anschlussfähigkeit, die ist überhaupt nicht gewährleistet und dadurch bleibt natürlich auch die berufliche Bildung in der Werkstatt ein relativ abgeschlossenes System. Das ist ein Riesenproblem. Da sind die Werkstätten dringend in der Pflicht, ihre Hausaufgaben zu machen und das läuft gerade erst an. Aber ich wollte noch mal darauf zurückkommen, dass wir sozusagen über einen breiten Fächerkörnern sprechen. Also die Werkstätten sind eines. Für uns hat ganz klar die berufliche Ausbildung den klaren Vorrang. Also die Werkstätten sind sozusagen eine letzte Option, aber vorrangig müssen wir schon gucken, wie gelangen junge Leute in berufliche Ausbildung tatsächlich im Unternehmen. Und da höre ich natürlich gern die Worte auch der Arbeitgeber. Wir sind da auf dem Weg.
Aber wenn wir uns angucken, wenn man sich nur die Beschäftigung anguckt, also noch nicht mal die Ausbildungssituation, sondern die Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen, dann ist halt deren Arbeitslosigkeit weiterhin doppelt so hoch. Sie sind überdurchschnittlich in Teilzeit, sie sind mit höheren Qualifikationen auf geringwertigeren Jobs. Die Erwerbsbeteiligung ist deutlich geringer. Ich könnte das jetzt ewig fortsetzen. Was ich sagen will ist, ich glaube, wir haben schon auch mit einem immer noch großen Vorbehalt der Wirtschaft gegenüber bestimmten Menschen, also Menschen mit Behinderungen, zu tun. Und das überträgt sich, denke ich, auch immer noch auf die Ausbildungssituation. Das heißt, ich glaube, da muss sich auch in den Köpfen von Unternehmen sehr, sehr viel noch ändern. Frau Dorn, darauf müssen Sie antworten. Ja, natürlich. Das Engagement der Betriebe für und mit behinderten Menschen geht natürlich über die ganze biografische Kette. Das sollten wir vielleicht auch mal ansprechen, dass es nicht nur um Ausbildung geht, wo es Fortschritte gibt, aber wo es auch noch schneller gehen könnte. Aber natürlich erleiden auch viele Menschen im Laufe ihres Lebens eine Erwerbsminderung, eine Behinderung, ein Handicap. Und das ist ja auch ein breites Feld, dass sich Unternehmen hier vielfältig engagieren, solche Mitarbeiter zu halten, mit denen zusammen Planungen durchzuführen und umzusetzen, wie ein Verbleib im Erwerbsleben gesichert werden kann, wie auch Arbeitsplätze weiterentwickelt oder getauscht werden können im Unternehmen, um da Kontinuität zu schaffen. Aber nochmal zurück an den Anfang der Prozesskette. Ich denke, das ist ein sehr positiver Ansatz, wenn die Berufsbildungswerke sagen, wir streben mehr Vereinheitlichung und mehr Transparenz dessen an, was wir eigentlich ausbilden, um da auch Anschlussfähigkeit zu schaffen. Und dann an der Nahtstelle zur betrieblichen Ausbildung nach § 66 Berufsbildungsgesetz, die sogenannten Behindertenberufe oder eben auch in den vielen anderen Berufen anknüpfen zu können. Umgekehrt brauchen wir als Betriebe hier auch ein breites Feld an Möglichkeiten, auf Jugendliche mit unterschiedlich ausgeprägtem Leistungsprofil zugehen zu können. Und da sind wir bei dem Thema, dass die zweijährigen Berufe, Sie sagten eben auch mal mit einem Nebensatz, leider nur 2 Jahre in unserem Bereich, dass die zweijährigen Berufe seit langen Jahren in Deutschland stagnieren. Wir tun uns ausgesprochen schwer, mit dem Sozialpartner weitere zweijährige Berufe zu definieren, obwohl es an sich sinnvoll wäre, in jedem Wirtschaftsbereich Gruppen von 3-, 3,5-jährigen Berufen auch mit einem 2-jährigen Beruf zu unterlegen, um Jugendlichen, die vielleicht mehr praktisch begabt sind, dann auch hier Chancen zu bieten, die immer anschlussfähig sind, aber die eben nach 2 Jahren schon mal zu einem ersten Abschluss führen. Ein weiteres Thema, mit dem gerade Bildungswerke der Wirtschaft, jetzt nicht die Berufsbildungswerke, sondern die Bildungswerke, die den Arbeitgeberverbänden nahestehen, gute Erfahrungen machen, sind modularisierte Angebote, also Module von in Anführungszeichen ganz normalen Ausbildungsberufen mit Jugendlichen mit Behinderungen durchzuführen, eins ans andere anzuknüpfen und so im Idealfall zu einer Vollqualifikation zu kommen. Aber wenn das nicht gelingt, sind immer noch eine ganze Reihe von Modulen da, die auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind. Und das sind alles Anknüpfungspunkte, die in der Breite genutzt werden müssen. Und wir sehen als Verbände da durchaus unsere Aufgabe, die Betriebe da zu beraten, zu unterstützen. Und wir machen das zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit der Beauftragten der Bundesregierung für behinderte Menschen, Verena Bentele, und mit der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben da einen ganzen Handlungskatalog und auch regelmäßige positive Kennzeichnungen von guten Betriebsbeispielen, wo es gelingt, wo Betriebe sich ganz konkret dieser Aufgabe widmen und dann auch Erfolg haben. Jetzt sagen Sie, die niedrigschwelligeren Angebote oder Module wären aus Ihrer Sicht auszubauen. Es gibt aber zum Beispiel vom DIHK oder von den Handwerkskammern eigentlich keine Unterstützung diesbezüglich. Warum ist die BDA da so positiv? Weil wir überzeugt sind, dass das auch echte Chancen schafft und dass sich das auch auf dem Arbeitsmarkt durchsetzt. Und weil wir von unseren eigenen Mitgliedsorganisationen und Unternehmen eben auch das Signal bekommen, dass ein sogenannter Unqualifizierter schlechtere Chancen hat als einer, der 3 oder 4 von 8 Modulen eine Ausbildung durchlaufen hat. Und dass das der Transparenz dient, was kann mein Mitarbeiter, und dass es natürlich auch motiviert, weiterzumachen. Mhm.
Außerdem hat der DIHK mittlerweile auch eine ganze Projektkette laufen, um das Thema von Teilqualifizierungen auszuprobieren und zu schauen, welche Rolle die Kammerorganisation da spielen kann. Und wenn man jetzt mal nicht den Zentralverband des Deutschen Handwerks fragt, sondern auf einzelne Innungen schaut, da machen sich auch schon viele auf den Weg. Frau Löhrmann, Frau Tietz hat vorhin gesagt, es gibt keine, ja, wie soll man sagen, Rahmengebung, keine Qualifikationsabschlüsse in den Werkstätten. Was können Sie politisch tun, um das zu verändern? Also da das nicht zum staatlichen Bildungssystem gehört, ist sozusagen die Politik da auch raus. Also zumindest die Schulpolitik ist da raus. So, einschränken muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das auf der Sozialministerkonferenz oder Arbeitsministerkonferenz ein Thema ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass wir für den Bereich der schulischen Bildung natürlich bezogen auf die klassischen Abschlüsse, die wir haben, natürlich Kompetenz Raster bundesweit vereinheitlicht haben und vorgeschrieben haben und entwickelt haben nach PISA. Und das ist auch richtig. Da ist dieser Bereich nicht im Blick gewesen und das ist nicht die Baustelle der Kultusminister und Kultusministerinnen. Insofern ist das jetzt für mich auch ein neuer Gesichtspunkt, ja. Das finde ich auch interessant. Ich will das auch gern dem Kollegen Schmelzer mal mitgeben, warum das so ist, wie Sie das beschreiben. Ich will aber noch mal darauf kommen, wir haben jetzt einen Teil diskutiert von den Systemen. Ich finde, wir sollten schon versuchen zu gucken, wenn wir von den Jugendlichen noch mal gucken. Und wie müssen sich die Systeme anpassen? Und da kommt eine dritte Kategorie dazu in Deutschland, dass wir ganz viel kategorisiert haben und formalisiert haben. Und ich glaube, in dem Maße, in dem wir Bildungseinrichtungen auch davon ein Stück befreien, von zu vielen Kategorisierungen, bei allem Ziel der Standardsicherung und Vergleichbarkeit deutschlandweit, dann tun wir, glaube ich, etwas Gutes, damit auch die anderen Kompetenzen wirksam werden können, die junge Menschen haben. Und da will ich noch mal ein Problem in meinem Bereich beschreiben. Ich habe ja eben erzählt, dass die Berufskollegs eigentlich inklusive Schulen sind, weil sie, was sich auch an Bildungsgängen festmacht, Zweijährige, welche die besondere definiert sind, in denen Jugendlichen sind, die besonderen Stützbedarf haben, so heißt das. Das kennen wir aus der allgemeinen Pädagogik dann auch, da ist ein besonderer Förderbedarf und der ist aber bisher nie als sonderpädagogischer Förderbedarf kategorisiert worden. Und ich möchte eigentlich jetzt nicht, und das sieht jetzt unser Weg auch nicht vor, im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen, wie wir das aus dem klassischen System kennen, da will ich jetzt nicht anfangen, die jetzt zu kategorisieren. Wir wollen ja wegkommen von den Etiketten. Insofern ist das unser Ansatz zu sagen, was wir bisher schon an Unterstützung und Beschulung der Jugendlichen in den Berufskollegs haben. Das sind bei uns alle, bei uns heißen die nur Berufskollegs, auch die Berufsschulen, die dualen Ausbildungsschulen. Was wir da schon an Unterstützung seitens der BA, ausbildungsbegleitende Hilfen, die Ausbildungsassistenz ist neu dazugekommen und auch wir haben noch spezielle Stützungs- und Unterstützungsmaßnahmen, dass wir da jetzt den inklusiven Ansatz auch für die sonderpädagogische Unterstützung dazunehmen, dass wir jetzt nicht noch extra Stränge in den Schulen aufmachen, weiter wieder eher versäulen, als zu sagen, wir wollen durch die gute Unterstützung und den Austausch multiprofessionell es schaffen, dass mehr junge Leute durch mehr Gemeinsamkeit im Lernen und ergänzte Ressourcen, dass die dann bessere Schulabschlüsse möglicherweise nachholen und sozusagen bessere Abschlüsse, bessere Ausbildung abschließen können. Für den Bereich der komplexeren Beeinträchtigungen, etwa geistige Behinderung oder motorische, da wollen wir das gleiche Prinzip haben. Die Kinder werden oder Jugendlichen werden einmal gezählt für den Grundbedarf und dann kommt die sonderpädagogische spezielle Ressource dazu und da werden wir wenige Schulen schaffen müssen oder wenige Schulen, die dann Orte gemeinsam lernen sind, weil in dem Bereich etwa von komplexen geistigen Behinderungen, da werden die Förderberufskollegs auch nicht als stigmatisierend empfunden, das muss man ja immer auch nochmal, sondern finden die Eltern, dass ihre Kinder da gut aufgehoben sind und wollen, dass sie auch dort bleiben, weil das so
so stark ist, die Beeinträchtigung, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es ein, wie ein Arbeitsplatz aussehen könnte. Und dass da auch, das haben Sie ja auch gesagt, dass da auch im Einzelfällen natürlich die Werkstätten auch dann Orte sind, an denen die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen dann arbeiten. Also das ist schon sehr, sehr, sehr differenziert und wir müssen es sehr differenziert auch beantworten. Wir lassen unseren Weg natürlich wissenschaftlich begleiten. Es gibt, ich habe natürlich gesagt, wenn wir noch nicht das erste Land sind, was haben denn andere Bundesländer gemacht für diesen Bereich? Es gibt noch keinen Vorläufer. Und da unsere duale Ausbildung auch so einzigartig ist auf der Welt, gibt es da jetzt auch nichts, wo man wie in anderen Bereichen von anderen Ländern so ohne weiteres sich das mal angucken könnte und das so einfach übertragen könnte. Also es ist ein ganz, ganz komplexer Entwicklungsprozess, würde ich das mal sagen, nicht Umbauprozess. Das wäre fast zu weit gegriffen. Frau Tietz, Frau Löhrmann hat gesagt, wir sollen ein bisschen mehr auf die Jugendlichen selbst gucken. In den Förderschulen gibt es inzwischen auch Berufsorientierung. Die aber, haben Sie mir erzählt, soll eingestellt werden, richtig? Nein. Das wäre negativ vorgegriffen, das möchte ich nicht tun. Aber es ist in der Tat so, also es gibt ein Programm, finanziert aus der Ausgleichsabgabe von der Bundesregierung sozusagen aufgelegt, dass das Programm heißt Initiative Inklusion und ein Bestandteil dieser Initiative betrifft die Berufsorientierung, also genau den Übergang aus der Schule sozusagen in die berufliche Ausbildung. Diese Schnittstelle ist halt eine heikle Schnittstelle, deswegen war das ein Schwerpunkt dieser Initiative. In der Tat werden davon sehr viele Kinder an Sonderschulen sozusagen im Augenblick erfasst. Die können dieses Programm durchlaufen. Aber wie das immer so ist bei der Ausgleichsabgabe, das ist zeitlich begrenzt. Das hat sozusagen eine Anschubfinanzierung gebracht, ist allerdings finanziell noch nicht verstetigt. Eigentlich steht es im Gesetz drin, irgendwo im SGB III, Berufsorientierung ist zu leisten. Das muss natürlich auch finanziert werden. Und das ist im Augenblick noch nicht klar, wie das, wenn die Förderperiode abgeschlossen ist, dann tatsächlich durch die Länder, die ja im Bereich schulischer Bildung eigentlich auch den Übergang, ne, diese Orientierung in der Schule mit leisten müssen, wie die sich daran beteiligen, wie die BA sich daran beteiligt. Da brodeln die Kräfte sozusagen und es ist für uns jedenfalls noch nicht absehbar, ob es tatsächlich eine Anschlussfinanzierung gibt, was wir sehr wünschen würden, weil ich in der Tat finde, dieser Übergang ist ein echter Knackpunkt und wir tun gut daran, die Jugendlichen an dieser Schnittstelle nicht zu verlieren. Und diese Initiative Inklusion versucht da sozusagen da einen gleitenden Übergang hinzubekommen. Deswegen plädieren wir sehr für die Verstetigung. Aber da müssen sich die Akteure jetzt tatsächlich zeitnah zusammenraufen, denn 2016 ist schon sozusagen das Ende dieser Läuft Förderung. Droht. Ja. Also der Wunsch und der Appell ist, das war mein Ziel, hier nochmal laut geworden. Und ich schaue in die Runde. Gibt es Anmerkungen von Ihnen? Möchten Sie sich einbringen? Haben Sie Fragen? Vielleicht eigene Erfahrungen? Dann machen wir gerne weiter. Frau Tietz, nochmal zur Frage, welche Chancen eigentlich für wen eröffnet werden. Wir haben sehr viel im letzten Jahr, glaube ich, war das, von jungen Autisten gehört, die in die IT-Branche gehen und wunderbare Berufsaussichten haben. Wie wichtig sind diese positiven Beispiele, um andere nachzuziehen und wie realistisch ist es, dass andere Bereiche noch dazukommen? Also wir haben diese Kampagne eines großen Softwareunternehmens durchaus ambivalent zur Kenntnis genommen. Also es ist schon so, Frau Löhrmann hat es ja angesprochen, dass das Bewusstsein darüber, dass Menschen Stärken haben, jeder Mensch hat Stärken und Schwächen und den Fokus auf Stärken zu legen, kann halt auch ein Weg sein, um Vorurteile abzubauen. Dafür ist so eine Initiative eines großen Konzerns sicherlich hilfreich, aber, jetzt kommt das Aber, Menschen mit Autismus sind verschieden, wie Menschen verschieden sind.
Es gibt bei uns das Sprichwort, kennst du einen Autisten, dann kennst du genau einen Autisten. Also was ich damit sagen will, ist, es ist eine relativ kleine Gruppe. Dem muss man sich einfach auch bewusst sein. Und es gibt sehr viele Menschen mit Autismus, nicht sprechende Autisten zum Beispiel, für die ist das jetzt nicht zwingend der richtige Weg. Insofern plädiere ich hier auch hier dafür, sich anzugucken im Einzelfall, was kann ein Mensch, wo kann ein guter Platz für ihn sein, welche Unterstützung braucht er, das hatte Frau Dorn angesprochen. Ich glaube, da ist echt viel Luft nach oben. Wir denken auch da immer noch sehr so in Maßnahmenkategorien, so in Förderkategorien, auch die BA, die tickt in so einer Maßnahmenlogik. Und da fallen Menschen einfach durchs Raster, weil die nochmal andere Anpassungen, noch andere Unterstützungen im Unternehmen brauchen. Auch die Unternehmen übrigens, die brauchen sozusagen auch viel zugeschnittenere Hilfen, damit das im Einzelfall matcht. Und da wünsche ich mir tatsächlich mehr Flexibilität, sowohl von den Unternehmen als auch sozusagen von den sie umgebenden Förderstrukturen, allen voran von der Bundesagentur für Arbeit. Frau Dorn, zentrale Figur bei dem Ganzen sind dann natürlich auch die Ausbilder im Betrieb. Wie sind die eigentlich auf das Thema Inklusion vorbereitet aus Ihrer Sicht? Ja, komme ich gleich gerne drauf. Vorher wollte ich noch mal an ein, zwei Punkten anknüpfen. Nach meiner Wahrnehmung macht sich die in Anführungszeichen ganz normale Berufsberatung und Orientierung der Bundesagentur sehr stark auf den Weg in Richtung Kinder mit Handicap und Jugendliche in Schulen aller Art, einschließlich Förderschulen. Und das ist auch ein Arbeitsschwerpunkt unserer Bundesarbeitsgemeinschaft Schule Wirtschaft, wo wir wirklich versuchen, hier Betriebe und Schulen, in denen ja jetzt mehr und mehr Kinder mit sehr unterschiedlichem Profil, Inklusion kann man ja auch ganz weit verstehen, mit sehr unterschiedlichem Leistungsprofil vorhanden sind, wie man hier berufsorientierende Maßnahmen und Berufsberatung auch passgenau weiterentwickelt und stärker individualisiert. Dazu haben wir auch einen schönen Leitfaden entwickelt, den ich mal hochhalte und den man auf der Webseite von Schule Wirtschaft genauso wie bei der Bundesagentur auch findet. Wir haben mal das Stichwort Handicap aus dem Golfsport ausgenommen, weil wir die Parallele eigentlich ganz schön finden. Da fängt auch jeder mit einem anderen Handicap an. Er kann noch nichts, dann hat er ein hohes Handicap. Er wird allmählich besser, dann sinkt das Handicap. Und letztlich können Leute, die ein hohes Handicap haben und die eins und solche, die ein ganz niedriges haben, sehr gut miteinander spielen, ohne sich über- oder unterfordert zu fühlen. Aber alle müssen Platzreife haben vorher. Das ist richtig. Aber das liegt ehrlich gesagt nicht so hoch, die Schwelle. Ja, aber guter Punkt, ja. Die Ausbilder in Betrieben. Die Ausbilder in Betrieben haben, glaube ich, in Deutschland schon ganz gut Erfahrung mit divergierenden Zielgruppen, mit unterschiedlichen und individuellen Jugendlichen. Es ist ja nach wie vor so, dass die Einmündung in Ausbildung mit sehr, sehr unterschiedlichen Voraussetzungen erfolgt. Wir haben ungefähr 25% Jugendliche mit Hauptschulabschluss, 45% mit Realschulabschluss, jetzt aber auch schon 25% mit Hochschulzugang und auch um die 10% überhaupt ohne einen Schulabschluss. Und alle diese kommen auf die Ausbilder im Betrieb zu. Ausbilder sind Menschen, die sich gerne mit jungen Leuten beschäftigen, die denen gerne was beibringen und die sich gerne darauf einstellen. Wichtig ist dann natürlich, dass der Betrieb den Ausbildern auch die möglichen Freiräume dafür einräumt und das nicht einfach zu einer Zusatzbelastung wird, die on top kommt, sondern das muss auch gewürdigt und geschätzt und entsprechend anerkannt werden. Eine Sache, und da bin ich dankbar für die kleine Steilvorlage, die uns in den letzten Jahren massiv gestört hat, ist, dass es eine gewisse Formalisierung gegeben hat bei der Zulassung von Betrieben, gerade für die Ausbildung von Jugendlichen mit einem ziemlichen Problemprofil, nämlich für solche, die tatsächlich für diese sogenannten 66er-Berufe anstehen. Und das sind Berufe, in denen individuell geschaut wird, welche Teile einer Ausbildung kann ein Jugendlicher tatsächlich durchlaufen und welche nicht. Und eine 66er-Ausbildung zum Beispiel zur Fachkraft Holz, zur Fachkraft Metall, zur Fachkraft Garten- und Landschaftsbau oder zur Fachkraft Küche kann dann individuell ausgeprägt werden. So, und genau wenn man jetzt auf diese schwierige Zielgruppe zugeht, muss man jetzt als Betrieb seit 2012 eine zusätzliche, aus unserer Sicht doch etwas überbürokratische Hürde nehmen. Man muss die sogenannte rehabilitationspädagogische Zusatzqualifizierung erbringen, die REZA. So, jetzt können wir über REZA reden. Und diese REZA erwirbt einen Mitarbeiter im Betrieb, wenn er sage und schreibe 390 Stunden Unterricht macht, on top auf seine 320, glaube ich, ne?
320. Ich habe mir 390 gemerkt. Also 8 Vollzeitwochen. Aber schaue ich nochmal nach. Ja, es ist richtig viel. Und das eben zusätzlich zu seiner Zulassung als Ausbilder, wo er sowieso schon Kurse gemacht hat. Wir würden uns wünschen, dass das viel flexibler geschieht, dass man zum einen respektiert, wenn in Betrieben seit Jahren schon erfolgreich Jugendliche mit so einem Profil ausgebildet werden, dass man sagt, die können das offensichtlich, die dürfen das auch weitermachen. Und dass man außerdem stärker die Betriebe berät und mit ihnen zusammen entscheidet, zum Beispiel in den Kammern, die da eine beratende Funktion haben, welche Teile, welche Bausteine brauchst du jetzt wirklich im Betrieb? Es ist ja ein Unterschied, ob ich einen geistig Behinderten ausbilde oder ob ich einen Rollstuhlfahrer ausbilde. Das sind ja ganz unterschiedliche Herausforderungen. Und im einen Fall brauche ich vielleicht wirklich auch psychologisch-pädagogische, sehr spezielle Kenntnisse. Im anderen geht es vielleicht eher um arbeitsorganisatorische Sachen. Was kann man körperlich in welcher Situation überhaupt tun und wo fängt die Überforderung an? Also da arbeiten wir dran. Wir haben es jetzt auch so weit gebracht, dass das BMBF und das BIP, das Bundesinstitut für Berufsbildung, hier mal eine Evaluation angesetzt haben. Wie haben sich diese neuen Regelungen mit den Rahmenregelungen für diese Felder, Holz, Metall und so weiter und speziell auch die REZA entwickelt und wo muss man jetzt eventuell auch mal nachjustieren und mal wieder ein bisschen Bürokratie abräumen? Frau Tietz, und dann gehen wir noch mal ins Publikum. Ne? Ich komme dann zu Ihnen. Uns hat diese Debatte zu REZA, also dieser reha-pädagogischen Zusatzqualifikation, doch etwas überrascht. Wir kennen aus der schulischen Debatte die Forderung nach Professionalisierung von Lehrkräften. Da wird um die Doppelsteckung gerungen und sowas. Und wenn es dann in die Ausbildung geht, dann ist plötzlich ganz viel mit Engagement und wenn man nur will, dann schafft man das schon. Also in diesem Duktus läuft dann plötzlich sozusagen die Diskussion. Ich glaube, der Mittelweg ist ein ganz guter und für uns jedenfalls ist die REZA ein solcher Mittelweg gewesen. Also es sind 320 Stunden, das steht so im Gesetz drin, das stimmt. Aber man muss sozusagen auch die Abschnitte dahinter lesen. Da steht auch, dass man diese Qualifikation auch auf anderem Weg nachweisen kann. Also gerade Ausbilder, die seit Langem mit bestimmten Personengruppen praktisch arbeiten, können diese Qualifikation auf anderem Weg nachweisen. Das ist eine Sollregelung, also davon kann man auch abweichen im Einzelfall, das mögen die Kammern dann entscheiden. Und, das finde ich ja persönlich besonders wichtig, man kann sich dieses Know-how, was es im Einzelfall braucht, auch von extern in das Unternehmen hineinholen. Das ermöglicht dann nämlich das, was ich vorhin gesagt habe, diese flexible Anpassungsmöglichkeit. Nicht jeder muss alles können, aber man muss sozusagen Unterstützungssysteme an Land ziehen können, wenn es im Einzelfall notwendig ist. Diese Evaluation, die beobachten wir schon auch mit Argusaugen und wir glauben schon, da kann sich auch was tun, aber so grundsätzlich nur diese Debatte zu führen, das ist jetzt ein Bürokratiemonster und über Professionalisierung reden wir sozusagen nur in Kategorien von Bürokratisierung, das finde ich ein bisschen zu eng. Im Übrigen, das betrifft ja nur die Ausbildung, die Fachpraktika-Ausbildung, also Paragraph 66. Damit ist noch gar nicht gesagt, was eigentlich der allgemeine Ausbilder für eine ganz reguläre Ausbildung eigentlich für Menschen mit Behinderungen während seiner Qualifizierung erwerben soll. Da würden wir uns wünschen, dass Inklusion sozusagen gerade auch in diesen Regeln, Strukturen ein Thema wird. Das ist es nämlich noch nicht. So wie es in der Lehrerbildung ist. Frau Löhrmann, Sie erlauben mir, dass ich zunächst erstmal ins Publikum gehe. Ich komme einfach zu Ihnen und setze mich neben Sie. Dankeschön. Mein Name ist Oliver Heitz. Ich bin Schulleiter einer privaten Berufsfachschule aus dem Südwesten Deutschlands. Und ich kann etwas amüsiert über Ihre Debatte sein, weil wir in Baden-Württemberg eine Qualifizierung haben, die weit über die REZA hinausgeht, nämlich den Arbeitserzieher. Was mich immer wieder fasziniert, ist, dass das was typisch Baden-Württembergisches ist, dass andere Bundesländer hier nicht investieren. Das ist eine dreijährige Ausbildung. Die ist genau für die Zielgruppe Inklusion, Unterstützung bei der Inklusion, Unterstützung im Arbeitsprozess, Unterstützung in den Werkerberufen und so weiter ausgebildet. Und das ist eine richtig qualifizierte, es geht um Qualifikation und nicht nur um bürokratische Hürden, sondern es geht darum, dass Menschen mit einer fundierten Qualifikation andere Menschen in ihrem Arbeitsprozess unterstützen. Und da gibt es in Baden-Württemberg eine gigantisch gute Ausbildung und ich verstehe nicht, dass es andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder wir können alle anderen 14 auch noch nennen, nicht gleiches. In der Schweiz gibt es den Agogen, den kennen Sie vielleicht auch. In der Schweiz gibt es den Agogen,
ja, der Arbeitspädagoge praktisch, ja, der eben Ähnliches macht wie der Arbeitserzieher, den wir in Baden-Württemberg ausbilden. Also Föderalismus lässt grüßen. Ja. Es sind dann 15 andere Bundesländer, die das noch aufnehmen müssten, glaube ich. Frau Löhrmann. Und der Bund ist ja hier auch im Spiel. Ich möchte noch mal, deswegen habe ich eben auch gezuckt. Bitte. Wir haben ein Bild von Schule. Es gibt in Schulen Lehrerinnen und Lehrer, Punkt. So ist die deutsche Schule definiert worden. Wir sind Gott sei Dank inzwischen schon etwas weiter und wir haben Schulen, in denen Sonderpädagogen arbeiten, wir haben Schulen, in denen Erzieher und Erzieherinnen arbeiten, wir haben Sozialpädagogen, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und. Auf diesem Veränderungsweg sind wir auch. Und ob wir jetzt diesen Menschen auch noch bräuchten oder ob das bei uns andere gut können, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber ich wollte darauf hinweisen, dass wir, weil das, und ich fasse es am liebsten unter multiprofessionelle Teams, die Schulen auch wachsend brauchen, Schritt für Schritt. Und die dann sozusagen ein Strauß an zusätzlichen Kompetenzen haben, die Lehrerinnen und Lehrer eben in ihrer Ausbildung so nicht automatisch haben, die sie natürlich als Menschen, pädagogische Adern haben Menschen unterschiedlich intensiv. Und deswegen haben wir, um an dem anzusetzen, haben wir ein Projekt, was auch schon läuft, an der Uni Paderborn, die da sehr engagiert ist, was die drei I's verfolgt. Professionelle Bildungsgangarbeit zur individuellen Förderung, inklusiven Bildungsarbeit und sozialen Integration. Und da wollen wir genau auch erforschen, welche Kompetenzen und Fähigkeiten müssen durch multiprofessionelle Teams abgebildet sein, damit sie und in welchem Radius vielleicht auch, weil ja nicht jede kleine Schule sozusagen alles braucht und alles vorhalten kann, um sozusagen möglichst flexibel, unterstützend in Schulen agieren können. Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Wenn das aber zu formalisiert ist, das kann ich jetzt wieder nicht beurteilen, weil das eine bundesgesetzliche Regelung ist, dann sind da manchmal Hürden draus. Wenn ich Sie jetzt frage, ich habe eben gesagt, wie viele Förderberufskollegs wir haben, dann würde ich jetzt mal spontan fragen, was glauben Sie denn, wie hoch die Quote der Sonderpädagogen an den Förderberufskollegs ist? Alle würden denken, 100%, oder? Es sind 15, so und so viel Prozent. Das heißt, die Diskussion ist, Inklusion geht nur, wenn ganz viele Sonderpädagogen da sind. Natürlich brauchen wir Sonderpädagogen für Inklusion. Aber allein schematisch das immer abzubilden, das greift manchmal zu kurz. Und wir müssen uns klar machen, dass wir diesen ganzen Entwicklungsweg im laufenden Betrieb ja vornehmen. Ja, wir schließen ja nicht die Schulen und machen sie wieder auf, wenn die umgemodelt sind und verändert sind, sondern wir müssen durch Qualifizierung, durch Begleitung, durch neue Ausbildungsmodule, durch gute Fort- und Weiterbildung, müssen wir sozusagen diese Multiprofessionalität herstellen mit den unterschiedlichen Professionen, die wir jetzt und zukünftig in Schule haben werden. Also auch da lernende Systeme. Wir haben weitere Wortmeldungen. Ich würde jetzt einfach bei Ihnen beiden dann Station machen. Bitte schön. Okay. Ja, Kirsten Vollmer, Bundesinstitut für Berufsbildung. Das ist ja jetzt auch schon angesprochen worden in der Diskussion. Ich habe die mit viel Interesse verfolgt, möchte vielleicht nur an zwei Stellen hier ergänzen, auch mit Blick auf die Zeit. Das eine ist die Diskussion zur rehabilitationspädagogischen Zusatzqualifikation. Frau Dietz, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Differenziertheit dieses Instrumentes dargestellt haben und möchte nur noch mal, um hier auch Missverständnisse zu vermeiden, deutlich machen, es geht hier eben in der Tat um ein sehr flexibles Werk, was man zur Qualitätsförderung und wie Sie haben zu Recht gesagt, im schulischen Bereich ist es eine Selbstverständlichkeit. Im Beruflichen wollten wir das eben auch einführen für eine ganz bestimmte Zielgruppe von Menschen. Und hier geht es eben nicht um körperbehinderte Menschen, die keine kognitiven Beeinträchtigungen haben, sondern hier ging es tatsächlich darum, gerade auch Ausbildern, die keine Erfahrung in der Ausbildung mit Menschen, insbesondere lernbehinderten jungen Menschen haben, hier auch ein Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. Und es war und es ist nach wie vor die Aufgabe der zuständigen Stellen, die leider jetzt noch gar nicht erwähnt worden sind. Und aus meiner Sicht, wenn wir über berufliche Bildung und Teilhabe im Beruf sprechen, ein ganz wichtiger Akteur sind, wo sich sehr viel entscheidet, denen sozusagen auch die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, wo liegt so eine Qualifikation vor, um lernbehinderte junge Menschen auszubilden und wo sollte man sozusagen noch ein bisschen Rüstzeug mitgeben.
Das ist der eine Punkt. Und der andere, Sie sprachen ja länger über die Werkstätten für behinderte Menschen und auch die Frage der Anschlussfähigkeit fiel in dem Zusammenhang immer. Da vielleicht so als Information, wir arbeiten gerade im Bundesinstitut für Berufsbildung einen Entwurf für die Novellierung der Fortbildungsordnung für die Fachkräfte in diesen Werkstätten. Da ist ein breiter Sachverständigenkreis, der da zusammenwirkt. Und da ist gerade die Frage der Übergänge und auch der Qualifizierung dieses Personals nicht nur ausschließlich im Bereich von Werkstätten, sondern sei es auf ausgelagerten Arbeitsplätzen, sei es auch in ganz anderen Formen der Teilhabe an, am Arbeitsleben, die eben über Werkstätten hinausgeht, ist da ein Thema. Also ich denke, da ist man auf einem ganz guten Weg, auch genau dieses Thema Anschlussfähigkeit, Alternativen, Wegkommen von Automatismen, von Bildungswegen, von Förderschulen in weitere Einrichtungen anzugehen. Also soweit vielleicht nur ergänzend diese zwei Punkte. Wunderbar, alle machen sich auf den Weg. Wir befinden uns in einem Prozess, das ist, glaube ich, nochmal sehr deutlich betont worden. Ich komme einfach mal von der Seite. Ja, ich wollte nochmal einen ganz anderen Aspekt ansprechen, weil vom Teilnehmer oder von den Menschen ausgehen, die behindert sind und oft einen langen Weg der Nichtakzeptanz und Verletzungen hinter sich haben. Und das Problem in allen Einrichtungen ist immer das Problem der Akzeptanz. Die haben immer ein großes Problem, akzeptiert zu werden. Und je höher es geht in Richtung Ausbildung und Verwertbarkeit von Wissen, nimmt diese Akzeptanz ab. Weil natürlich der Aspekt Verwertbarkeit von Wissen im Betrieb und die Besonderheit des Menschen immer wieder in den Widerspruch gerät. Und da möchte ich bei Frau Löhrmann auch anknüpfen, es muss ein ganz starkes Umdenken, nicht nur in Förderung und Mehrqualifizierung und Andersqualifizierung, sondern in Öffnung und Akzeptanz. Die hat für meine Begriffe, also ich habe viel mit Autisten auch zu tun, extrem abgenommen. Es gibt die verwertbaren Autisten mit einem hohen IQ und viel IT-Möglichkeiten und die ganzen anderen, das ist die Mehrheit, da gibt es immer wieder diese Probleme im Sozialverhalten und so weiter, die einfach nicht akzeptiert werden in Unternehmen und schon in der Ausbildung und sowieso schon in der Schule. Also da gibt es ein ganz großes Problem für meine. Haben Sie einen konkreten Wunsch oder eine Vorstellung, wie man das verändern könnte? Finde ich ganz schwierig. Wie Frau Löhrmann hat es ja gesagt, das ist ein versäultes System mit vielen Kategorisierungen, Vorurteilen. Und wenn jemand nicht reinpasst, hat er immer Schwierigkeiten. Also allgemeine Öffnung in Richtung Akzeptanz von anders oder besonderen Menschen, drücke ich es mal so aus. Nicht nur Behinderte oder mit Handicap. Alle Menschen, die eben nicht in diese Systeme passen, die haben Schwierigkeiten. Also weg von der Defizitorientierung, damit sind wir fast wieder am Anfang unserer Diskussion. Ich schaue nochmal, gibt es weitere Wortmeldungen? Ich wollte heute sowieso ein bisschen Sport machen, dann komme ich direkt zu Ihnen rüber. Ja, also ich heiße Gerd-Peter Wind, ich arbeite in Remscheid seit 14 Jahren im gemeinsamen Unterricht an der Hauptschule und habe jetzt schon einige Schüler gehabt auf dem Übergang Lernbehinderung, geistige Behinderung ins Berufsleben rein. Und die Schwierigkeit, die ich sehe in den letzten Jahren, ist, dass die Unterstützung durch die Arbeitsagentur immer mieser wird. Es ist ganz gruselig, wenn man da vor 6 Jahren konnte man noch hingehen und sagen, wir machen eine PSU, psychologische Untersuchung, in der Klasse 9 und wir bauen dann einen Plan auf, wie das geht. Derzeit muss man wirklich bitten und betteln, um überhaupt den Sachbearbeiter zu erwischen. Und es gibt Kollegen, die haben Glück und schaffen das, es gibt Kollegen, die schaffen das überhaupt nicht. Das ist wahnsinnig frustrierend für die Schüler oder sie kriegen dann einen Termin beim Arbeitsamt und nach 3 Stunden kriegen sie gesagt, du hast das falsche Formular dabei oder komm bitte mit dem Zettel wieder. Das ist dann Berufsvorbereitung, wo Schüler darauf vorbereitet werden, sich mit Behörden auseinanderzusetzen und dann als Erfolgsquittung kriegen, hätte sie dir schenken können die Zeit. Und das ist eine Sache, die finde ich ganz mies, vor allem wenn es Kinder sind, die ich eigentlich noch viel an die Hand nehmen muss. Eine gute Unterstützung gibt es zum Beispiel durch den Integrationsfachdienst. Ganz hervorragend, geht aber nur für den, der einen Schwerbehindertenausweis hat. Wehe dem Behinderten, der keinen Schwerbehindertenausweis hat und zwar eine Lernbehinderung hat und vielleicht auch sogar einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder dann nach 10 erlangt hat auf Umwegen. Aber die sind aufgeschmissen. Und das, finde ich, ist eine Sache, da müsste auch zwischen Arbeitsagentur und Schulministerium was gemacht werden, dass man sagen kann, wir helfen euch. Ihr habt jetzt so viel angestellt. Und die sagen sich, Mensch, was soll ich da noch alles machen? Und kriegen dann die Tür vor die Nase zugeschlagen. Frau Löhrmann.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eines zeigt, dass Systeme, die bisherigen Systeme, bestimmte Mechanismen ausgebildet haben, um an Ressourcen zu kommen. Und das führt dann dazu, dass ich mit bestimmten, vermeintlich eine gravierendere Behinderung definierenden Etikett mehr Ressource kriege. Und deswegen ist es richtig, vom Ansatz her bestimmte Dinge budgetiert zu machen. Aber bis das System das sozusagen verarbeitet hat und sich darauf einstellt und nicht mehr meint, ich etikettiere und etikettiere und etikettiere, weil dann gibt es ja Geld, das dauert eine Zeit, weil die Menschen ja gelernt haben, mit den bisherigen Mechanismen sozusagen zu arbeiten. Und ihr Beispiel zeigt, wir hätten vielleicht jemanden von der BA jetzt hier auch noch haben sollen, den haben wir jetzt nicht. Ihr Beispiel zeigt ja, dass dann für die Mischbereiche, dass dann ganz schwierig ist, sozusagen die notwendige Unterstützung sicherzustellen. Wir haben eigentlich, das ist zumindest die Information, die mir jetzt vorliegt, wir haben mit der BA auch Vereinbarungen getroffen für die Förderberufskollegs und weil dort haben wir private Förderberufskollegs, die sehr intensiv gefördert haben, was durch die bisherige Gesetzgebung so gar nicht gedeckt ist. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wie führen wir das in einen gesetzlichen Zustand über? Und da ist die BA sehr unterstützend gewesen, hat gesagt, sie erkennt das dann auch an, weil das nicht sein kann, was sozialpolitische Maßnahme ist, das sozusagen dem öffentlichen Schulträger jetzt aufzulasten an Kosten. Ich möchte aber noch mal was zu Ihrem Beitrag sagen. Ich finde, und dafür brauchen wir gute Beispiele. Wir brauchen gute Beispiele, wir brauchen Erfolgsgeschichten von Menschen mit welcher Beeinträchtigung auch immer, dass sie ihren Weg in unserer Gesellschaft erfolgreich gegangen sind und dass sie stolz auf das sein können, was sie können. Und die Ermutigung, die daraus erwächst, die führt nämlich dazu, dass die Menschen auch mehr können und sich mehr zutrauen. Also wir müssen den Menschen grundsätzlich mehr zutrauen, auch den Kindern und Jugendlichen, die ein wie auch immer geartetes Handicap haben oder eine Sprachbenachteiligung haben, was auch immer, weil dann wachsen sie über sich hinaus und sie sind so dankbar und sie geben auch Betrieben, die sie einstellen, so viel zurück. Ich habe ein sehr schönes Erlebnis gehabt mit der katholischen Unternehmerschaft. Da hat ein Unternehmer gesagt, ich will eigentlich nur noch hoffnungslose Fälle, weil hoffnungslose Fälle sind die dankbarsten gewesen, wenn ich ihnen eine Chance gegeben habe und manchmal auch die zweite und dritte Chance. Und wir können uns hoffnungslose Fälle in unserer Gesellschaft nicht leisten. Und deswegen müssen wir an dem Thema dranbleiben. Genau so ist es. Und wir bleiben noch mal am Publikum dran. Wir haben einen Nachschlag noch aus Baden-Württemberg. Ja, nicht Nachschlag aus Baden-Württemberg, sondern ich möchte da Frau Dorn ihre Golf-Assoziation ein bisschen auch nehmen, weil Exklusion finde ich was Furchtbares, Inklusion sehr schön, Inklusion mit dem Hammer schlecht. Wir erleben es in Baden-Württemberg, wir sind direkt in der französisch-deutschen Grenze, erleben, wie Kinder oder auch erwachsene Menschen mit Unterstützungsbedarf nach Deutschland kommen und Exklusivität erleben, nämlich eine eigene Förderschule, eine eigene Sonderschule, wo die Kinder so gefördert werden können, wie sie möchten und wo sie die Möglichkeit haben, aufgehoben, sich wohlzufühlen, was oftmals bei vielen Kindern mit einer geistigen Behinderung so im Regelschulsystem nicht, selbst mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, geleistet werden kann. Also ich bin für diese Parallelität, Inklusion in Schulen, aber auch Exklusivität und nicht Exklusion, Exklusivität für Menschen, die das auch möchten und die sich da einfach auch wohler fühlen. Gehen wir nochmal zurück. Ja, Frau Dorn. Ja, an dem Punkt sind wir uns völlig einig. Wir sind auch für so viel gemeinsame Förderung in Schule und Ausbildung wie möglich und so viel spezielle Maßnahmen wie nötig. Da wir jetzt am Ende sind, möchte ich nochmal gegen die individuellen, eher negativen Erlebnisse, die dann natürlich bei so einer Gelegenheit auch mal nach vorne getragen werden, sagen, dass nach meiner Wahrnehmung aus den Unternehmen und aus den Verbänden
sehr viele Akteure sich konstruktiv dieses Themas annehmen. Sehr viele Menschen haben ja auch im privaten Umfeld, in der Familie, im Bekanntenkreis Menschen mit unterschiedlichen Handicaps und wollen das dann auch beruflich darstellen und sehen, dass sie da Integration leisten. Also ich sehe da auch sehr viele hoffnungsvolle Zeichen. Da in Deutschland 99% der Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen sind und die 80% der Ausbildung leisten, wäre mein Appell nochmal, gerade auch an die Kolleginnen, die sich zu dem Thema geäußert haben, bei der REZA nicht gleich die Auster zuschnappen zu lassen. Das ist ein bürokratisches Monster und es ist nicht flexibel. Es wird in keiner Weise flexibel von den Kammern gehandhabt. In dem Jahr, wo die Übergangsphase von 2 Jahren, in der man diese Qualifikation erwerben musste, auslief, im Jahr 2014, ist die Zahl der in den Betrieben abgeschlossenen Verträge nach § 66 dramatisch runtergegangen, weil die Betriebe es nicht mehr machen konnten. Die Verträge wurden nicht mehr eingetragen. Und das ist auch eine gewisse Unsicherheit sicherlich bei den Kammern. Gerade wenn es um Menschen mit Handicap, Menschen mit Behinderung geht, dann ist oft eine große Unsicherheit da und dann geht man auf Nummer sicher. Und dann werden Flexibilitätsspielräume auch nicht ausgeschöpft. Und das ist schade. Wir sollten die Betriebe hier ranlassen. Frau Löhmann, da wir jetzt gerade schon bei Appellen sind, würde ich die Runde gerne fortgeben. Was ist Ihr Appell, ganz kurz zum Schluss, an wen? Nein, mein Appell ist, dass wir akzeptieren, dass wir schrittig vorgehen müssen. Und dass wir akzeptieren, dass das System das lernen muss. Und dass das System auch Fehler machen darf. Weil wir wollen uns als lernende Organisation begreifen, aber dann muss alles immer irgendwie sofort so sein. Das kann nicht sein. Und deswegen glaube ich trotzdem, dass auf allen Ebenen mit der Haltungsänderung, mit dem Zusammenführen von verschiedenen Systemen, natürlich ist das richtig zu sagen, wir schaffen nicht diese oder jene Schultypen ab. Aber wir wissen auch, wie viel Haltekräfte Schultypen entwickeln, weil das System sich selbst gerne reproduziert. Und da muss man gute Mittelwege gehen und muss darauf achten, dass man offene Wege entwickelt und keine Sackgassen. So, das und die Offenheit müssen wir uns auch in unseren Köpfen zumuten, sage ich jetzt mal. Schluss mit den Sackgassen, Frau Tietz. Das ist wahrscheinlich der Hauptappell, den Sie auch noch mit in die Runde geben wollen. Ja, aber ich würde es sozusagen ein bisschen konkreter machen an dem letzten Wortbeitrag mit der Exklusivität, die Sie angesprochen haben. Die wünsche ich mir für jedes Kind. Die wünsche ich mir nicht sozusagen für ein bestimmtes Setting. Wenn wir uns darauf einigen können, ich glaube, Sie meinten auch was anderes, dann bin ich ganz bei Ihnen. Das Problem ist, wir haben es halt nicht mit sozusagen freien Entscheidungswegen zu tun, sondern mit Ressourcen, Unterlegten oder weniger Unterlegten. Und natürlich entscheiden sich Eltern unter Ressourcenbedingungen für einen oder einen anderen Weg. Und deswegen wünsche ich mir viel mehr den Fokus auf Ressourcen. Und das betrifft sowohl den schulischen als auch dann den beruflichen Bildungsbereich. Der Wortbeitrag jetzt in Bezug auf die BA, den nehme ich genauso kritisch wahr. Da geht es um Ressourcen oder um fehlende Ressourcen. Und die verstellen einfach Lebenswege, das müssen wir uns klar machen. Insofern wünsche ich mir, dass da tatsächlich die Akteure stärker an einen Tisch kommen. Auch gucken, was ist an Ressourcen vorhanden, was kann man auch bündeln. Da liegt viel in verschiedenen Ecken. Aber da, glaube ich, sind wir noch relativ am Anfang und da wünsche ich mir deutlich mehr Debatte als sozusagen ideologische Debatten um Inklusion. Ich wünsche mir Ressourcendebatten darum. Wunderbar. Guter Appell zum Schluss. Vielen, vielen Dank Ihnen allen fürs Interesse, fürs Kommen, für sich einbringen. Wir haben hier vor 2 Tagen ein Wort gehört von einer Frau, die an einer Handwerkskammer in Schwaben arbeitet. Und sie hat gesagt, beim Thema Inklusion, ganz ehrlich, wir kriegen leider im Moment Flüchtlinge eher unter als Jugendliche mit Handicap. Ich will hoffen, dass wir im nächsten Jahr hoffentlich anders und weiter sind in dieser Frage. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde, bei Barbara Dorn, Silvia Löhrmann und bei Claudia Tietz. Und wünsche Ihnen noch einen Danke und wünsche Ihnen noch einen sehr informativen, tollen Tag auf der Didakta. Danke fürs Interesse und vielleicht bis bald mal. Tschüss.